Kommt schon. Das Feuerwerk fängt auch gleich schon an. Peppa freut sich schon sehr auf das Feuerwerk heute. Verzeihung. Vorsicht, Peppa. Sie findet Feuerwerke sehr hübsch. Wow. Wuff. Hallo, Peppa. Du kommst genau richtig. Das Feuerwerk wird beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. Das Feuerwerk geht so hoch hinauf. Peppa findet das Feuerwerk sehr laut. Das Feuerwerk ist wirklich laut, Opa. Oh je. Warum gehen wir nicht nach hinten? Es ist leiser, wenn wir weiter weg sind. Wir gehen nach hinten, wo das Feuerwerk nicht so laut ist. Gute Idee. Wir kommen mit euch. Entschuldigen Sie bitte. Wir schon wieder. Dürfen wir bitte durch? Geht's dir besser, Peppa? Ja. Danke, Klausi. Toll. So können wir alle das wunderschöne Feuerwerk bestaunen. Es hat so viele Farben. Rot und blau. Und grün. Oh, und gelb. Das Feuerwerk macht Peppa großen Spaß. Jetzt ist es Zeit für das große Feuerwerk. Es wird euch allen den Atem rauben. Größer? Bedeutet das lauter? Ah. Oh je! Was machen wir nur? Wir können nicht noch weiter zurück. Gehen wir besser nach Hause. Aber ich will mir das Feuerwerk ansehen. Ich will es nur nicht hören. Puff, ich hab es. Manchmal ist es in der Werkstatt meines Opas auch sehr laut. Dann benutze ich die hier. Kopfhörer? Ja, sie schützen deine Ohren und machen laute Geräusche etwas leiser. Willst du sie mal anprobieren? Wow, das ist viel besser. Danke, Klausi. Kein Grund zu schreien, Peppa. Du bist lauter als das Feuerwerk. Opi Mimmel im Weltraum. Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Kinder, heute gibt es etwas ganz Besonderes. Opi Mimmel erzählt uns etwas über Raketen im Weltraum. Kitty. Schorsch liebt Raketen. Hallo, ihr Landratten! Opi Mimmel hat eine sehr laute Stimme. Was hab ich wohl hier? Einen Stein. Ja, aber nicht irgendeinen Stein. Ich habe ihn nämlich vom Mond. Mein Papa verkauft Steine im Fünferpark. Ja, danke, Freddy. Dafür braucht man nicht zum Mond zu fliegen. Wenn man Mondsteine will, aber schon. Opi Mimmel, wie bist du auf den Mond gekommen? Geflogen in einer Rakete. Sind die nicht groß? Das ist ja nur ein Modell. Die Rakete, mit der ich geflogen bin, war gigantisch. Könnt ihr denn alle schon bis 5 zählen? Ja! 1, 2, 3, 4, 5. Hervorragend! Aber wenn man in den Weltraum fliegt, zählt man rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann ruft ihr zusammen, startfrei! So laut, wie ihr alle nur könnt! Startfrei! Ich höre ja gar nichts! Startfrei! Boom! Da flog ich nun ganz allein durchs Weltall. Oh! Und dann bin ich auf dem Mond gelandet!
Da oben war es so schön, dass mir die Worte fehlten. Auch nicht schlecht. Wisst ihr, dass man richtig hoch springen kann da auf dem Mond? Oh, wie hoch? So hoch wie ein Haus. Warum kann man so hoch springen auf dem Mond? Die Schwerkraft auf dem Mond ist kleiner als hier. Oh ja, das war's. Bist ein kleiner Schlauberger, oder? Edmund Elefant ist ein kleiner Schlauberger. Es war einsam da oben. Ich allein mit dem Mond und den Sternen. Aber was am allerspannendsten war... Was war am allerspannendsten, Opi Mümmel? Ich höre ja gar nichts. Warum redet er denn jetzt nicht mehr? Mon Dieu, ich glaube, er hat seine Stimme verloren. Wir rufen besser mal Dr. Braunbär. Dr. Braunbär, hallo? Hallo, Dr. Braunbär. Opi Mümmel hat seine Stimme verloren. Ist das so ein Unglück? Ja, er hält den Kindern gerade einen Vortrag über Raketen im Weltraum. Oh, wenn das so ist, bin ich gleich da. Hallo, Opi Mümmel. Sie haben also Ihre Stimme verloren? Sagen Sie ah, bitte. Wie ich's mir dachte, ein sehr ernsthafter Fall von Stimmverlust. So viel rumgeschrien, fürchte ich. Mal sehen, ob ein bisschen Medizin hilft. Schön Mund auf. Und jetzt ah sagen. Lauter. Schon besser. Noch nicht normal, aber immerhin. Also, wo war ich? Sie waren gerade dabei, uns das Allerspannendste zu erzählen. Oh ja, das Allerspannendste war mein Sternelied. Soll ich es euch vorsingen? Nein, danke. Ja, bitte. Ganz früh heute Morgen, da flog ich zum Mond. Doch da war nicht viel. Nur Mond und Sterne, Mond und Sterne, Mond und Sterne, Mond und Sterne. Der Piratenschatz. Klausi Kleff spielt auf seinem Piratenschiff. Da kommen Peppa und ihre Freunde. Hallo Klausi. Hallo zusammen. Wollen wir Piraten spielen? Ja! Dann verkleidet euch! Klausi Kleff hat eine Verkleidungskiste voll mit Piratensachen. Ha! Auf zum Entern! Ich habe eine Schatztruhe. Oh! Das ist doch eine Keksdose. Das ist eine Schatztruhe. Aber da sind sogar noch Kekse drin. Möchte jemand einen Keks haben? Ich! Und jetzt ist es eine Schatztruhe. Wir suchen uns einen Schatz und tun ihn da rein. Hurra! Einer muss aber hier bleiben und das Piratenschiff bewachen. Ich! Ich halte Wache! Wenn du jemanden kommen siehst, ruf Halt! Wer kommt da? Halt! Wer kommt da? Okay. Und wir gehen auf Schatzsuche. Hey. Klausi Kleff liebt es, Pirat zu sein. Hurra! Alle lieben es, Pirat zu sein. Piraten, kommt einher. Wir segeln übers Meer und suchen einen Goldschatz. Mantau, ahoi, juhe. Klausi hat einen Tannenzapfen gefunden. Ein Schatz! Peppa hat ein Schneckenhaus gefunden. Ein Schatz. Luzi hat ein Stück alte Schnur gefunden. Ein Schatz. Freddy hat einen Kieselstein gefunden. Ein Schatz. Ich mach nur mal kurz die Augen zu. Vor dem Schlafen nimmt Pedro immer seine Brille ab. Wir schleichen uns an Pedro an. Ja. Klausi, Peppa, Luzi und Freddy schleichen sich an Pedro an. Buh! Ha! Du hast geschlafen.
Ja, Entschuldigung. Du hast Glück, dass wir nette Piraten sind. Wir haben Schätze. Das ist ja toll. Kommt, wir tun sie in die Schatztruhe. Jetzt können wir sie vergraben. Ja! Und ich bleibe hier und bewache das Piratenschiff. Okay, Pirat Pedro. Aber schlaf nicht wieder dabei ein. Ei, ei, Captain. Hurra! Die Piraten sind unterwegs, um den Schatz zu vergraben. Über den Hügel, um den kleinen Busch herum. Wir vergraben ihn hier. Und wie finden wir den Schatz dann wieder? Wir malen uns eine Schatzkarte. Über den Hügel, um den kleinen Busch und beim Kreuz ist der Schatz. Beim Kreuz ist der Schatz. Pedro ist schon wieder eingeschlafen. Ich bin wach, ich bin wach. Pedro, hast du nicht eine Brille? Hallo. Frau Pony kommt, um Pedro abzuholen. Wer kommt da? Ich bin deine Mutter, Pedro. Ohne Brille kann Pedro nicht sehr gut sehen. Wo ist denn deine Brille? Keine Ahnung, Mami. Wann hattest du sie zuletzt? Als wir unsere Schätze in die Schatztruhe gelegt haben. Welche Schatztruhe denn? Die wir im Garten vergraben haben. Pedros Brille ist mit dem Schatz im Garten vergraben. Oh weh! Und wie finden wir die wieder? Wir haben eine Schatzkarte. Mama Pony sucht mit Peppas Karte den vergrabenen Schatz. Über den Hügel, um den kleinen Busch und beim Kreuz ist der Schatz. Sie haben den Schatz gefunden. Meine Brille! Hurra! Dankeschön! Schatzkarten sind sehr nützlich. Besonders um Brillen wiederzufinden, die versehentlich vergraben wurden. Herr Bulle im Porzellanladen. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug. Ich liebe unser Auto. Und unser Auto liebt uns. Stimmt doch. Stopp! Das sind Herr Bulle und seine Freunde. Bagger, Bagger. Schorsch liebt Bagger. Hallo, Herr Bulle. Was gibt's? Wir reißen die Straße auf. Dauert das lange? Das dauert so lange, wie es dauert. Leute, wir zertrümmern das alte Rohr. Herr Bulle ist gut im Zertrümmern. Boah. Teepause! Oh je, jetzt müssen wir alle noch länger warten. Setzt euch doch einfach zu uns, Mama Wutz. Es gibt genug Tee für alle. Das klingt verlockend. Danke, Herr Bulle. Sie haben aber eine schöne Teekanne, Herr Bulle. Ja, Peppa. Die ist aus ganz feinem Porzellan. Herr Bulle liebt ganz feines Porzellan. Mit solchem Porzellan muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Warum? Dieses feine Porzellan geht ganz leicht kaputt. Darum passe ich immer. Oh weh, Herr Bulle hat die Teekanne zertrümmert. Oh nein. Ich habe sie zu fest abgestellt. Ich habe einfach zu viel Kraft. Wir reparieren sie, Boss. Ich hab Zement. Ich hab eine Nietpistole. Das funktioniert nicht, Leute. Ich glaube, Frau Mümmel hat einen Porzellanladen. Die könnte sie kleben. Gute Idee, Mama Wutz. Wir gehen sofort los. Können wir auch mitkommen? Na klar, nur zu. Herr Bulle fährt zum Porzellanladen. Das ist Frau Mümmels Porzellanladen. Da wären wir! Hallo, wie kann ich helfen? Muh! Ah! Ein Bulle im Porzellanladen! Hallo, Frau Mümmel! Ich habe meine Porzellankanne kaputt gemacht. Oh weh! Können Sie die reparieren? Muss ich mal gucken. Die ist sehr zerbrochen.
Ich habe sie zertrümmert. Ja, aber ich krieg das wieder hin. Oh, super. Können wir helfen? Natürlich, Peppa. Oh, ja. Diese zwei Stücke hier passen zusammen. Die Teekanne zu reparieren ist ein bisschen wie ein Puzzlespiel. Gut gemacht, Peppa. Ich klebe die Stücke zusammen. Schorsch hat auch zwei passende Stücke gefunden. Gut gemacht, Schorsch. So, fast fertig. Nur noch der Deckel. Nur dieses eine komische Teil ist übrig. Wo kommt das bloß hin? Aber das ist doch der Henkel von der Teekanne, Frau Mümmel. Oh, tatsächlich. Ich kenne mich mit Teekanne nicht so gut aus. Die ist so gut wie neu. Vorsicht und nicht wieder zertrümmern. Oh, ich bin sehr gut im Sachen zertrümmern. Gut gemacht, Peppa. Danke fürs Teekanne kleben, Frau Mümmel. Aber gern, Herr Bulle. Guck mal, Boss, ein Schlagloch. In der Straße ist ein kleines Loch. Und ausgerechnet vor Frau Mümmels Laden. Kann das so bleiben? Ein Loch in der Straße vor Frau Mümmels Porzellanladen? Nein. Sie reparieren meine Teekanne und ich Ihre Straße. Das ist nicht meine Straße. Herr Bulle, wie wollen Sie es denn reparieren, das Straßenloch? Wir reißen die Straße auf! Herr Bulle reißt die Straße auf. Herr Bulle liebt es, die Straße aufzureißen. Alle lieben es, die Straße aufzureißen. Fast alle. Vor langer Zeit. Luzi Locke kommt zum Spielen zu Peppa. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Ich muss dir mal was zeigen. Hier, guck mal. Was ist das? Ein Foto ist das. Was glaubst du, wer da drauf ist? Das ist ein Babyschaf. Das bin ich. Du bist doch kein Baby. Es ist ein altes Foto. Da war ich noch ein Baby. So ein Unsinn, Luzi. Du bist früher auch mal ein Baby gewesen, Peppa, vor langer Zeit. Stimmt doch gar nicht. Stimmt ja wohl. Frag deine Mama. Mama Wutz arbeitet an ihrem Computer. Mama! Hallo, Peppa. Luzi redet ganz viel Unsinn. Tu ich gar nicht. Doch, sie hat gesagt, dass ich vor langer Zeit mal ein Baby gewesen bin. Das warst du auch, Peppa. Guckt, ich habe hier ein paar alte Fotos auf dem Computer. Was glaubst du, wer das ist? Das ist Baby Alexander. Baby Alexander ist Peppas Cousin. Nein, das bist du als Baby, Peppa. Baby Peppa. Hört sich so an, als hättet ihr hier Spaß. Guck mal, Papa. Das da ist ein Foto von mir, als ich ein Baby war. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war an unserem ersten Tag in diesem Haus. Wie meinst du das? Wir sind hier eingezogen, als du ein kleines Baby warst. Wir hatten unsere ganzen Sachen oben auf unser Auto gepackt. Mama Wutz hat ein paar Bilder aufgehängt. Papa Wutz hat ein Regal aufgehängt. Und Opa Wutz hat uns einen wunderschönen Blumengarten angelegt. Wo ist Opas wunderschöner Blumengarten hingekommen? Papa Wutz hat ihn gepflegt. Wir haben hier nicht den richtigen Boden für Blumen. Oh. Und ihr habt Platz zum Spielen gebraucht. Ihr beide habt so gerne im Garten gespielt. War Luzi früher auch schon meine Freundin? Ja, du und Luzi, ihr wart schon immer beste Freundinnen. Sind Luzi und ich denn früher auch schon in Matschepfützen rumgehüpft, Mama? Nein, Peppa, ihr wart Babys. Ihr konntet noch nicht mal laufen. Oh, was haben wir denn gemacht? Geschrien. Gerülpst. Und gelacht. Wir waren Babys. Baby Luzi. Baby Peppa. Gugu Gaga, Gugu Gaga. Und danach wart ihr dann Kleinkinder. Ups. Und wo war Schorsch?
der war ein Baby in meinem Bauch. Ja, du warst in meinem Bauch, Schorsch. Du hast auch einen dicken Bauch, Papa. Ist da etwa auch ein Baby drin? Nein, Peppa. Das sind alles pure Muskeln. Und dann wurde Schorsch geboren. Und Oma und Opa haben Schorsch etwas ganz Besonderes geschenkt. Habt ihr eine Idee, was das war? Ja, sein Dinosaurier. Ganz genau. Und du und Luzi, ihr seid rumgerannt und rumgehüpft. Und eines Tages habt ihr etwas ganz Tolles entdeckt. Matschepfütze! Peppa, wenn du in Matschepfützen rumspringst, musst du deine Gummistiefel anziehen. Du hast es geliebt, in Matschepfützen rumzuhüpfen. Tu ich immer noch. Ich mache ein Foto von euch. Peppa liebt es, in Matschepfützen rumzuspringen. Peppa hat es auch vor langer Zeit schon geliebt, in Matschepfützen rumzuspringen. Spiegel. Mama Wutz hängt einen großen Spiegel im Badezimmer auf. Wunderbar. Schorsch denkt, dass noch ein kleines Schweinchen im Badezimmer ist. Das ist ein Spiegel, Schorsch. Spiegel glänzen und darum kannst du dich darin sehen. Schorsch, was machst du da? Schorsch guckt sich selbst in unserem großen glänzenden Spiegel an. Der ist ja wirklich glänzend. Komm mit, Schorsch. Wir suchen uns noch mehr glänzende Sachen. Papa, wir suchen nach glänzenden Sachen, um uns darin zu sehen. Dann guckt mal in einen Löffel. Oh! Peppa und Schorsch können in den glänzenden Löffeln ihre Gesichter sehen. Unsere Gesichter sehen lustig aus. Jetzt dreht den Löffel mal um. Ich bin ja verkehrt rum. Und jetzt dreht ihn noch mal um. Jetzt bin ich wieder richtig rum. Wie funktioniert das, Papa? Ganz einfach, Peppa. Konkave Oberflächen reflektieren Lichtwellen invers zu ihrem Ursprung. Und... Ist es Zauberei? Ja, Zauberei. Luzi Locke kommt zum Spielen. Hallo, Peppa und Schorsch. Hallo, Luzi. Guck mal hier. Das ist ein Löffel. Das ist ein glänzender Löffel. Guck, ich kann dich falsch rumdrehen. Oh, wie funktioniert das? Das ist Zauberei, hat mein Papa gesagt. Ah, komm, wir suchen uns noch mehr glänzende Sachen. Hier, im Garten. Schorsch hat eine Matschepfütze gefunden. Oh, die glänzt so, dass wir uns daran sehen können. Ich kann den Himmel sehen. Und eine Wolke. Da kommen Pedro Pony und Klausi Kleff. Hallo zusammen. Habt ihr in der Matschepfütze was verloren? Nein, wir gucken in den Himmel. Aber der Himmel ist im Himmel. Guck mal in den Löffel. Das ist mein Gesicht. Sieht ja lustig aus. Boah, jetzt bin ich falsch rum. Wie funktioniert das? Das ist ein lustiger Zauberspiegellöffel. Ich weiß, wo es ein paar richtig lustige Spiegel gibt. Wirklich? Beulige Spiegel in einem Zelt. Und wo gibt's diese beuligen Spiegel? Auf der Kirmes. Die Kinder sind mit ihren Eltern auf der Kirmes. Hereinspaziert! In mein verrücktes Spiegelkabinett. Das Zelt ist voller großer Zerrspiegel. Oh, wie komisch sehe ich denn darin aus? Du bist wie ein Wackelpudding. Wackel, wackel, wackel. Warum ist das denn so, Papa? Das ist ganz einfach. Die Illusion optischer Differenzen entsteht durch alternierende, konvexe und konkave Oberflächen. Also Zauberei. Ja, Zauberei. Guck mal ich. Ich bin ganz gequetscht.
Ich habe einen langen Hals, wie eine Giraffe. Dieser Spiegel sieht ganz normal aus. Papa, dein dicker Bauch ist ja verschwunden. Welcher Bauch? Da kommt Frau Löffel mit ihren Zwillingsbabys Lotte und Laurenz. Hallo, Schwester. Alles in Ordnung bei dir? Aber ja, Schwester. Ich habe nur gerade wenig Zeit. Da ist Kundschaft im Zelt. Sind die Spiegel nicht verrückt, Papa Wutz? Genau. Ich sehe sie gerade doppelt. Was meinen Sie? Ich sehe ihr Spiegelbild, aber da ist kein Spiegel. Das ist Zauberei. Dummer Papa, das hier sind doch Frau Mümmel und Frau Löffel. Oh! Ich glaube, wir sehen uns ein bisschen ähnlich. Na ja, wir sind ja auch Zwillinge. In den Urlaub fliegen. Peppa und Schorsch machen Urlaub. Sie packen ihre Koffer. Das kann aber nicht alles mit. Aber wir brauchen doch unsere Spielsachen, Papa. Packt nur die wichtigsten ein. Okay. Also ich nehme Teddy und Schorsch nimmt seinen Saurier. Mama Wutz packt einen großen Koffer für den Urlaub. Boah! Das ist aber eine Menge Zeug, Mama Wutz. Meinst du, wir brauchen das alles? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Okay. Da ist Luzi Locke. Hallo, Peppa. Kommst du raus spielen? Ich kann heute leider nicht, Luzi. Wir fahren nämlich in den Urlaub. Oh, wo fahrt ihr denn hin? Keine Ahnung. Irgendwo, wo es Urlaub gibt. Das klingt gut. Oh, Oma und Opa, was macht ihr denn hier? Wir kommen doch wegen Goldi, dem Fisch. Wir kümmern uns um Goldi, solange du im Urlaub bist. Hier ist Goldi. Aber fütter sie nicht so viel, Oma. Okay, Peppa. Da kommt Herr Bulle mit seinem Taxi. Er bringt Peppa und ihre Familie zum Flughafen. Hallo, Papa Wutz. Lass mich doch den Koffer für dich nehmen. Oh, ist der schwer. Seid ihr sicher, dass ihr das alles braucht? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Da ist der Flughafen. Wiederschauen. Wunderschönen Urlaub wünsche ich. Tickets bitte? Bitteschön. Und Gepäck? Ja, aber ich fürchte, der Koffer ist ein bisschen schwer. Keine Sorge, schmeißen Sie ihn einfach auf die Waage. Irgendwas Wertvolles da drin? Nein. Sonst noch was? Ja! Die kleinen Koffer nehmt ihr als Handgepäck mit ins Flugzeug. Und weiter geht's gleich da drüben. Hier wird das Gepäck durchleuchtet. Was ist das, Papa? Das ist eine Maschine, die in Sachen reingucken kann. Oh! Stellt eure Koffer hier drauf, bitte. Guck, da ist mein Koffer mit Teddy innen drin. Saurier. Das ist Zauberei. Das ist das Flugzeug, mit dem Peppa und ihre Familie in den Urlaub fliegen. Flugzeug. Schorsch liebt Flugzeuge. Willkommen an Bord. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit uns. Papa, darf ich am Fenster sitzen? Natürlich, Peppa. Ja, Schorsch, du darfst auch am Fenster sitzen, ist doch klar. Hier spricht Ihr Pilot, Captain Chaos. Sind alle abflugbereit? Ei, ei, Captain Chaos! Na dann los! Whee! Guck mal, Teddy, wir fliegen hoch. Was kannst du denn aus dem Fenster sehen, Peppa? Ich sehe lauter Wolken und Regen. Oh, jetzt scheint die Sonne. Ja, weil wir jetzt über den Wolken fliegen.
Das Flugzeug steigt höher und höher. Oh, fliegen wir rauf bis zur Sonne? Nein, aber wir fliegen dahin, wo die Sonne scheint. Flugzeug fliegt hoch und hoch, unter uns da regnet's noch. Flugzeug fliegt, Sonnenschein, fliegen das ist richtig fein. Peppa und ihre Familie fliegen in einen schönen, sonnigen Urlaub. Das kleine Boot. Peppa und ihre Familie wollen ein Picknick machen. Ich liebe Picknicks. Ich auch. Der Picknickplatz ist da drüben am anderen Ufer. Oh, wie sollen wir denn da rüberkommen? Wir fahren mit einem Boot. Man ruft es mit dieser Glocke hier. Hallo zusammen! Das ist Opi Mümmel mit seinem Ruderboot. Wollt ihr vielleicht ans andere Ufer? Ja, bitte! Oh, stopp! Papa Wutz, ich hab nicht genug Platz. Oh. Wiedersehen, Papa. Keine Sorge. Warte kurz, ich komm dich sofort holen. Tschüss. Ruderboot fährt mit groß und klein. Manchmal kommt ein Krokodil, dann müsst ihr laut schreien. Ah! Picknickplatz! Alle Mann von Bord! Danke, Opi Mümmel. Papa Wutz wartet immer noch am anderen Ufer. Hallo, Papa Wutz. Das ist Familie Wolf. Und was machen Sie denn hier? Wir machen ein Picknick. Wollt ihr vielleicht mitmachen? Ja, bitte, Papa Wutz. Ha, noch mehr Fahrgäste. Frauen und Kinder zuerst. Oh, stopp. Das Boot ist schon voll. Oh. Ich komme euch aber sofort holen. Wiedersehen. Ruderboot fährt mit groß und klein. Manchmal kommt ein böser Wolf, dann müsst ihr laut schreien. Hallo Peppa. Hallo Wendy. Wir machen mit euch Picknick. Oh, super. Aber wo ist Papa Wutz? Er wartet mit Herrn Wolf. Ich werde langsam hungrig. Keine Sorge, wir haben ja das Picknick. Alle an Bord! Stopp, stopp, Herr Wolf! Ich hab nicht genug Platz im Boot. Oh, weh. Ich habe eine Idee. Du wartest hier, Opi Mümmel. Und wir fahren rüber. Aber gern. Ich kann eine Pause brauchen. Herr Wolf und Papa Wutz fahren zusammen über den Fluss. Jetzt hab ich wirklich Hunger. Hurra! Da sind wir. Hallo, Papa. Wo ist denn das Picknick? Oh. Opi Mümmel wartet mit dem Picknickkorb. Es fehlt doch noch der Picknickkorb. Ohne Picknickkorb gibt's auch kein Picknick. Oh, da hast du recht. Was ist mit mir, Opi Mümmel? Kein Platz, Papa Wutz. Ich komm dich gleich holen. Da kommt Frau Ente mit ihren Freundinnen. Oh, hallo, Frau Ente. Wenn ihr zum Picknick wollt, müsst ihr auf das kleine Boot warten, so wie ich. Oder man schwimmt einfach rüber, so wie ihr. Hier kommt endlich der Picknickkorb, Leute! Hurra! Und da kommen die Enten. Die Enten kommen wirklich immer vorbei, wenn wir Picknick machen. Möchtest du ein bisschen Käse, Opi Mümmel? Ja, also eigentlich sollte ich ja schon wieder unterwegs sein. Aber ich nehme gern ein Stückchen Käse. Ich liebe Pudding. Und ich Salamibrot. Erdbeer. Die haben mich vergessen. Hier habt ihr ein bisschen Kuchen, Frau Ente. Mögt ihr Kuchen gerne? Mein Papa mag auch gerne Kuchen. Oh, wo ist Papa? Wir haben ihn vergessen. Ahoi! Ich bringe dich jetzt rüber zum Picknick. Hurra! Papa Wutz! Oh, wir haben dich vergessen. Aber ich habe hier noch Pudding für dich. Und ich Salamibrot. Und Schorsch hat eine Erdbeere für dich. Wie nett von euch allen. Gibt es auch noch Kuchen? Nein, den haben die Enten gekriegt.
Sieh mal, Frau Ente hat einen Wurm für dich. Dankeschön, Frau Ente. Im Aquarium. Peppa füttert Goldi, den Fisch. Essenszeit, Goldi. Oh, Goldi will nicht essen. Sie sieht ein bisschen traurig aus. Ich glaube, sie ist einsam. Sie hat gar keinen Fischfreund. Vielleicht möchte Goldi einmal ins Aquarium. Was ist das Aquivarium? Ein Aquarium ist ein Haus mit ganz vielen Fischen. Möchtest du gern in das Aquivarium, Goldi? Das heißt ja. Die ganze Familie ist mit Goldi zum Aquarium gefahren. Hoffentlich finden wir einen Freund für Goldi. Das glaube ich ganz sicher, Peppa. Im Aquarium gibt es alle möglichen Fische. Hallo, Frau Mümmel. Hallo. Wie viele Karten braucht ihr? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und ein Fisch, bitte. Fische zahlen nichts. Gibt es hier im Aquivarium denn alle Sorten von Fischen? Oh ja. Wahrscheinlich. Gut, wir suchen nämlich einen Freund für Goldi. Dann hoffe ich, ihr findet einen. Viel Spaß im Aquarium. Danke. Im ersten Raum gibt es Becken voller kleiner Fische. Fischi, boah, das sind ja Millionen Babyfische. Fischi, Fischi, Fische, keiner schwimmt allein. Wer will denn der Fischi-Freund von meiner Goldi sein? Könnte einer von denen Goldis Freund werden? Nein, die sind viel zu klein. Wir gucken mal nach den Fischen im nächsten Raum. Okay. Da ist Molly Mietze mit ihrer Familie. Hallo, Molly. Hallo, Peppa. Miau. Was machst du denn hier, Molly? Wir kommen ganz oft hierher. Das ist besser als Fernsehen gucken. Wir lieben Fisch. Wir suchen hier nach einem Freund für Goldi, den Fisch. Oh, was ist in diesem Becken? Ich glaube, da ist gar nichts. Papa Wutz, da ist ein Fisch genau vor deiner Nase. Wo? Es ist ein ziemlich großer Fisch. Wow. Meinst du, das könnte ein Fischfreund für Goldi sein? Nein, der ist zu groß. Macht nichts. Kommt, wir gehen zum nächsten Raum. Was ist in dem Becken? Saurier. Schorsch glaubt, das ist ein Dinosaurier. Das ist doch kein Dinosaurier, Schorsch. Das ist eine komische Art Fisch, die heißt Seepferdchen. Du weißt aber viel über Fische. Ja, ich mag Fisch. Kann das Seepferdchen Goldis Freund sein? Nein. Es ist mir zu dinosaurig. Einen Raum gibt es noch. Oh, was ist in diesem Becken drin? Gar nichts. Da ist nur grüner Schleim drin. Dieser grüne Schleim sind Algen. Da könnte aber irgendein Fisch drin sein. Oh, oh. Da ist ein Fisch mit riesenlangen Ohren. Das ist ein Hasenfisch. Es ist Frau Mümmel in ihrem Taucheranzug. Sie macht das Fischbecken sauber. Frau Mümmel sagt Hallo. Aber es ist schwierig, unter Wasser zu sprechen. Hallo, Frau Mümmel. So, das war das letzte Fischbecken. Oh, wir haben keinen Freund für Goldi gefunden. Was ist im nächsten Raum? Das ist das Aquariumscafé. Großartig! Mein Lieblingsraum! Hallo, Peppa! Hat Goldi einen Freund gefunden? Nein. Oh, wer ist das? Das ist nur Georg, mein Goldfisch. Er liebt das Aquarium. Sieht so aus, als hätte Goldi am Ende doch noch einen Freund gefunden. Goldi ist jetzt nicht mehr einsam. Hurra! Und Goldi kann Georg besuchen kommen, wann immer sie will. Frühling. Es ist Frühling. Opa Wutz hat Schokoladen-Ostereier versteckt. Und seid ihr alle soweit? Nein,
Opa. Freddy Fuchs ist doch noch nicht da. Hallo zusammen. Hallo, Freddy. Ah, hallo, Herr Fuchs. Bleiben Sie auch hier? Ich kann leider nicht. Als kleiner Fuchs war ich der beste Eiersucher. Bis später, Freddy. So, sind alle bereit zum Ostereiersuchen? Ja, Opa Wutz. Ich habe ganz viele Schokoladeneier hier im Garten versteckt. Und ihr müsst sie finden. Einfach. Aber passt auf, dass ihr nicht auf meine kleinen Pflanzen tretet. Oh, wie ist das immer aufregend im Frühling, wenn die kleinen Babypflanzen anfangen zu wachsen. Wir sind ganz vorsichtig, Opa. Versprochen. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oho, ja. Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden in einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden unter den Blättern von einem Busch. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden in den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Ja. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden, mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa, wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schoko-Ei. Oh, Edmund, mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Haha, ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma, wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Hat Opa die Eier gut versteckt? Nein. Wir Großen haben sie ganz schnell gefunden. Aber den Kleinen musste er helfen. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Lust, immer die Kleinen zu sein. Keine Sorge. Hier im Garten gibt es bald noch viel kleinere. Oh ja, die kleinen Babys. Das wird bestimmt aufregend. Opa hat uns eben schon von den kleinen Babypflanzen erzählt, Oma. Aber so spannend ist das nicht. Wir meinen aber gar nicht die Babypflanzen, Peppa. Oh, aber was meint ihr denn dann, Oma? Kommt, wir gucken mal nach Jessica, Vanessa, Sarah und Günther. Das sind Hühner. Ja, und die haben auch Eier. Können wir die essen? Nein, Freddy, aus diesen Eiern schlüpfen bald Küken. Oh, wir kommen gerade richtig. Die kleinen Küken sind gerade geschlüpft. Oh, Babyküken! Die Küken sind geschlüpft. Jetzt ist es wirklich Frühling. Komm, wir spielen alle Babyküken. Piep, 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 piep. Wir sind kleine Küken, piep, piep, piep. Wir fressen, was wir finden, machen pick, pick, pick. Wir sind gelbe Wuschel, ganz süß und ganz lieb. Und wir hüpfen herum, machen piep, piep, piep. Opi Mimmels Leuchtturm. Peppa, Schorsch und Klausi machen einen Ausflug mit Opa Kleff und seinem Boot. Opa, fahren wir heute zur Pirateninsel? Ja, Klausi, aber zuerst müssen wir noch ein paar Sachen bei meinem Freund Opi Mimmel abgeben. Wo wohnt Opi Mimmel denn? Auf einem Felsen. Auf einem Felsen? Ja, in dem Leuchtturm da. Oh. Ahoi, alter Seehund. Ich bringe dir deine Sachen. Oho, danke, Opa Kleff.
Ich hab heute meine Mannschaft mit dabei. Klausi, Peppa und Schorsch. Besuch? Seit vielen Monaten schon hatte ich keinen Besuch mehr. Es ist einsam hier draußen. Nur ich und der Himmel und das Meer. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Oh ja. Also, da gibt's den Himmel und das Meer und ich lerne gerade Banjo. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke. Oh ja. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh. Ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum, bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum, herum! Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel! Ganz schön laut. Kein Nebel heute, nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke, wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi Mimmel. Genießt den Himmel und das Meer! Machen wir! Opa Clefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal! Unsere Sandburg ist noch da! Kommt, wir spielen Verstecken! Ich zähle! 1, 2, 3, es gibt nicht viele Verstecke 4, auf der Pirateninsel. 5. Seid ihr schon versteckt? Ich komme! Hab euch! Oh! Aber... wo ist Schorsch? Opa Clef kann Schorsch nirgends finden. Ich geb's auf, wo ist er? Schorsch hat sich hinter Opa Clef versteckt. Kluger Schorsch. Jetzt ab nach Haus, bevor es dunkel wird. Oh, es ist ja schon dunkel. Keine Sorge, das Licht von Opi Mümmels Leuchtturm zeigt uns den Weg nach Hause. Opi Mümmel liegt schon im Bett. Ach, mein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Kapitel 1. Den Rest lese ich dann morgen. Und jetzt schnell das Licht aus. Hä? Wo ist denn das Licht? Wissen Sie, wie spät es ist? Ich habe schon das Licht aus. Ja, ich weiß. Könntest du uns das Große trotzdem wieder anmachen? Oh, Verzeihung! Hurra! Es wird neblig. Ich kann das Licht nicht mehr sehen. Wir sind's nochmal. Hilfst du uns bitte mit dem Nebelhorn? Natürlich. Nebel! Ich kann etwas hören. Opi Mümmel zeigt ihnen den Weg. Seine Stimme ist das Nebelhorn. Hier geht's lang! Die Eltern sind da und holen ihre Kinder ab. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, wir waren auf der Pirateninsel. Und auf einem Leuchtturm. Opi Mümmels Leuchtturm hat uns sicher nach Hause geführt. Wie schön! Opi Mümmel hat uns was vorgesungen. Wollt ihr es gerne mal hören? Nein, danke! Ja, bitte! Als ich heute erwachte... Besuch vom Weihnachtsmann. Es ist Weihnachten. Peppa und ihre Familie übernachten heute bei Oma und Opa Wutz. Schorsch, wach auf! Vom Weihnachtsmann! Seifenblasen, Comics und Mandarinen! Mama, Papa, es ist Weihnachten! Was? Es ist noch zu früh, Peppa. Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten. Oma, Opa! Keine Panik! Alle Mann an Deck! Es ist Weihnachten! Es ist doch erst 3 Uhr morgens. Aber der Weihnachtsmann. Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja, ja, er war schon da. Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg. Da sind nur noch Krümel. Ja,
Der Weihnachtsmann mag guten Kuchen. Und unter dem Baum sind große Geschenke. Ich habe mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus. Oh, lecker! Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Hier sind Knallbonbons. Hey, da sind ja Papierhüte drin. Und Partytröten. Und Witze. Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung. Eine Mandarine. Der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut. Peppa und George haben mir dabei geholfen. Wir haben ganz viel gerührt. Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht... Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Yippie! Dieses hier ist für George. Es ist eine Autorennbahn. Das sieht aber kompliziert aus. Wollen wir mal sehen. Das gehört nach hier und das gehört nach da und das gehört hierhin. Auf geht's. Achtung, fertig, los. Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren. Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Kiste. Hier ist dein Geschenk, Papa Wutz. Socken. Und ich habe Socken. 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 Also, dann ist das letzte Geschenk bestimmt für... mich. Ich habe mir eine Puppe gewünscht, die läuft und spricht und die Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Oh, Vogelfutter? Vogelfutter? Das Geschenk ist für Polly Piepmatz. Aber das war doch das letzte. Der Weihnachtsmann hat mich vergessen. Hallo? Darf ich bitte mal mit Peppa sprechen? Peppa, Luzi Locke für dich. Hallo, Luzi. Hast du deine Puppe bekommen? Nein. Ich habe eine. Sie weint und lacht und schließt ihre Augen und sie kann alles. Der Weihnachtsmann hat dir meine Puppe gebracht. Nein, auf dem Schild steht für Luzi Locke. Dann hat der Weihnachtsmann mich wirklich vergessen. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg nach Hause. Jetzt ist das letzte Geschenk in diesem Jahr auch verteilt. Oh, was ist denn da ganz unten in meinem Sack? Der Weihnachtsmann hat dich bestimmt nicht vergessen. Ich war doch ein liebes Schweinchen, oder? Ho, ho, ho. Weihnachtsmann! Hallo. Er ist durch den Kamin gerutscht. Na, was denn sonst, Oma? Hier ist dein Geschenk, Peppa. Entschuldige bitte die Verspätung. Meine Puppe! Danke, Weihnachtsmann. Möchten Sie etwas Weihnachtspudding? Schorsch und ich haben ihn gerührt und uns was gewünscht. Lecker. Ich habe mir gewünscht, dass uns der Weihnachtsmann an Weihnachten besuchen kommt. Und so war's. Ho, ho, ho. Champion Papa Wutz. Peppa und ihre Familie schauen sich eine Sportsendung im Fernsehen an. So ein weiter Sprung. Das ist ein neuer Weltrekord. Hurra! Mama, was ist ein Weltrekord? Das heißt, du bist die Beste der Welt in irgendwas. Dann bist du Champion. Und dein Name steht in einem Buch. Hier sind die Champions im Laufen, im Springen, im Schwimmen. Ich wünschte, du wärst auch in dem Buch, Papa. Ich bin in dem Buch. Nein. Doch. Papa Wutz ist Matschepfützen-Champion. Boah. Noch hat mich niemand übertroffen. Und das wird auch so bleiben. Die nächste Disziplin ist der Matschepfützen-Springen. Was für eine riesengroße Flatsch. Moment, ich glaube, ja, das ist ein neuer Weltrekord. Oh. Papa, jetzt bist du ja gar nicht mehr der Champion. Jetzt sind bestimmt alle traurig. Oh nein, die Leute haben ganz sicher Wichtigeres im Kopf, Peppa. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja!
Okay, dann mach ich's. Gleich morgen. Hurra! Aber ich muss das Matschepfützenspringen erstmal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützenspringens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützenspringanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa? Diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe... Ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ich hab sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützenspringen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützenspringen zu sehen. Was jetzt passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra! Viel Glück, Herr Wutz! Oh, wo sind denn Ihre Glücksstiefel? Ah, hier sind sie. Danke, Opa Wutz. Die riechen nach Tomaten. Und jetzt kommt der gekochte Matschepfützensprung! Papa Wutz konzentriert sich. Achtung, fertig, los! Ich muss eins werden mit der Pfütze. Ich muss die Pfütze sein. Wow! Die Pfütze ist weg! Die Pfütze ist über uns alle drüber geschwappt. Papa Wutz ist eins geworden mit der Pfütze. Alle sind eins geworden mit der Pfütze. Das ist neuer Weltrekord! Hurra! Champion Papa Wutz! Und wer bist du? Ich bin Peppa Wutz! Und eines Tages bin ich Champion im Matschepfützenspringen! Wir trainieren schon! Ah, vom Meister trainiert! Was hast du gelernt? Bevor du in Matschepfützen springst, musst du immer darauf achten, dass du deine Stiefel trägst. Die Turnstunde. Peppa und ihre Freunde gehen heute in die Turnhalle. Lasst mal sehen, habt ihr auch alle eure Turnsachen an? Pedro hat ein Superheldenkostüm an. Pedro, wo ist dein Turnzeug? Das ist zu Hause. Ich dachte doch, wir verkleiden uns heute. Mir nach, Kinder. Hier in der Turnhalle machen auch die Mamas und Papas Sport und haben viel Spaß dabei. Und, habt ihr alle Spaß? Ja, Madame Gazelle. Euer Turnlehrer für heute ist Opi Mümmel. Wo ist er? Hallo, Kinder. Seid ihr bereit für das Training? Ja, Opi Mümmel. Müssen wir das etwa auch machen? Nein, das ist nur was für große Sportler wie mich. Nichts für kleine Abenteurer wie euch. Wir sind keine Abenteurer. Ich mache Abenteurer aus euch. Aber du siehst ja aus wie ein Superheld. Ich tue nur so, als ob. Nur so tun? Das ist gut. Also, zuerst aufwärmen. Alle Mann auf der Stelle rennen. Und mit den Armen wedeln. Jetzt strecken, strecken und wackeln wie ein Pudding. Und stopp. So, jetzt sind wir alle warm. Jetzt können wir anfangen. Anfangen? Womit? Mit dem Abenteuer. Stellt euch vor, dieser Raum wäre ein gefährlicher Dschungel.
Hier sieht's nicht aus wie im Dschungel. Wo sind die Bäume? Die müsst ihr euch vorstellen. Die Bäume, den Regen, den reißenden Fluss direkt vor euren Füßen. Euer erstes Abenteuer ist, auf diesem Balken den reißenden Fluss zu überqueren. Das ist einfach. Es ist dunkle Nacht und es ist sehr windig. Was? So war es jedenfalls bei mir. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Und ich steckte mitten in einem Abenteuer. Fertig? Aber es ist nicht windig und auch nicht Nacht. Du musst so tun, als ob. Alle Kinder überqueren sicher den ausgedachten Fluss. Hurra! Gut gemacht, meine kleinen Abenteurer! Und was kommt jetzt, Opi Mümmel? Euer nächstes Abenteuer ist, euch über diesen Sumpf zu schwingen. Der ist voller Krokodile. Ich sehe hier keine Krokodile. Du musst so tun, als ob. Zeigt diesen Krokodilen, wer hier das Sagen hat. Weg mit euch, ihr fiesen Krokodile. So ist es richtig. Bist du schon mal über so einen Sumpf geschwungen? Natürlich bin ich das. Hattest du Angst? Die Krokodile hat mehr Angst vor mir. Fertig? Vergesst nicht den Schrei. Alle haben den ausgedachten Sumpf sicher überquert. Gut gemacht. Was kommt jetzt für ein Abenteuer? Das hier ist eine Höhle. Große Sportler springen da drüber. Etwa so. Oh. Aber ihr könnt auch so tun, als ob es ein Dinosaurier ist und durch seine Beine krabbelt. Bist du schon mal einem Dinosaurier durch die Beine gekrabbelt, Opi Mümmel? Oh ja, einmal als ich gerade im Dschungel spazieren ging, bin ich mitten in der Dinosaurierwelt gelandet. Das war's! Ihr habt's geschafft! Ihr seid raus aus dem Dschungel! Hurra! Alors, hattet ihr eine schöne Turnstunde, Kinder? Ja, Madame Gazelle! Sie sind jetzt richtige kleine Abenteurer! Wir sind über einen Fluss gelaufen. Und über Krokodile geschwungen. Und unter einen Saurier durchgekrabbelt. Ich liebe die Turnstunde mit Opi Mümmel! Papierflieger. Papa Wutz packt seine Sachen für die Arbeit. Gut, jetzt habe ich alle Papiere, die ich brauche. Wiedersehen. Wiedersehen, Papa. Mama, können wir vielleicht was basteln? Klar, was möchtet ihr denn basteln? Saurier. Ach, Schorsch, du sagst immer nur Dinosaurier, egal worum es geht. Wir könnten ein Flugzeug basteln. Schorsch liebt Flugzeuge. Können wir ein Flugzeug basteln, das richtig fliegt? Ja, wir brauchen nur ein bisschen Papier dafür. Wir wissen, wo es Papier gibt. Im Arbeitszimmer gibt es eine Menge altes Papier. Wir haben Papier. Sehr gut. Mama Wutz bastelt ein Flugzeug aus Papier. Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los! Oh! Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran. Hui! Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch. Hui! Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier. Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz! Hallo zusammen. Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa!
Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah, fantastisch. Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung, fertig, los! Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit. Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger. Haha, wiedersehen. So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon. Ist das hier auch ein wichtiges Papier von dir, Papa? Ja, danke schön, Peppa. Und was suchen wir hier am Ententeich? Oh, ich verstehe. Danke schön, Frau Ente. Das einzige Papier, das ich jetzt noch vermisse, ist ein großer blauer Bauplan. Ist er groß und blau? So wie der Papierflieger, den du ganz weit weggeworfen hast, Papa? Dem wir dann auch noch Tschüss gesagt haben? Ja, dann muss ich wohl mal im Büro anrufen. Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Hast du die Papiere gefunden? Ja, die meisten habe ich schon. Also, was wir dringend brauchen, ist der große blaue Bauplan. Das ist genau das Problem. Papa hat ihn fortgeworfen. Fortgeworfen? Und er ist geflogen und geflogen. Ah, er ist hier. Er ist gerade auf meinem Tisch gelandet. Hä? Was für eine fabelhafte Idee, einen Papierflieger daraus zu falten und ihn zu uns zu werfen. Oh, ja. Naja, ich bin so eine Art Experte, wenn es ums Werfen geht. Dankeschön, Papa Wutz. Nachdem Papa Wutz den Bauplan abgeliefert hat, kann er sich den Rest des Tages freinehmen. Ah, wunderbar. Papa, wir brauchen aber deine Zeitung. Wofür? Um Papierflieger daraus zu basteln. Die freche Schildkröte. Es ist ein schöner Herbsttag. Peppa und ihre Freunde spielen im Laub. Kommt mal, da ist Knöpsi, die Schildkröte. Hallo Knöpsi, sag mal, was machst du denn hier? Knirpsi! Knirpsi! Da kommt Dr. Hamster, die Tierärztin. Knirpsi ist hier! Gott sei Dank, ihr habt ihn gefunden. Oh, du freche Schildkröte. Ab in deine Kiste. Jetzt ist Schlafenszeit. Es ist aber noch keine Schlafenszeit. Es ist Schlafenszeit für Knirpsi. Er schläft den ganzen Winter lang und wacht erst im Frühling wieder auf. Das klingt gemütlich. Du schläfst wohl richtig gerne. Was, Pedro? Genau. Oh nein. Knirpsi? Knirpsi ist wieder ausgebüxt. Guckt, er ist auf dem Baum. Knirpsi, mir ist wirklich schleierhaft, warum du so gerne auf Bäume kletterst. Wie sollen wir Knirpsi da bloß wieder runterholen? Wir fällen einfach den Baum. Nein. Ich rufe lieber die Feuerwehr. Hier Feuerwehr. Was ist los? Schildkröte auf dem Baum? Schon wieder? Wir sind unterwegs. Bitte Platz machen. Die Feuerwehr hat eine ausfahrbare Leiter. Komm schon, Knirpsi. Knirpsi klettert noch höher in den Baum. Komm her, du kleines Gürkchen. Frau Kuh klettert auch auf den Baum. Seien Sie vorsichtig, Frau Kuh. Oh je, ich stecke fest. Kühe können nicht sehr gut auf Bäume klettern. Halten Sie durch, ich komme Sie holen. Hierher, Knirpsi. Oh, jetzt stecke ich auch fest. Elefanten können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern. Tja, das war ja wohl mal gar nichts, ne? Aber was sollen wir denn jetzt bloß machen? Wir fällen einfach den Baum. Nein! Ich rufe den nächsten Rettungsdienst. Hallo, hier Opa Klefs Abschleppservice. Hallo, Knirpsi, die Schildkröte, sitzt auf einem Baum.
Schildkröte auf Baum? Schon wieder? Bin schon unterwegs. Wie bekommt man denn eine Schildkröte vom Baum runter? Fällen Sie einfach den Baum. Ja, wir fällen einfach den Baum. Nein! Na gut, dann kletter ich eben mal rauf. Hurra! Oh, mir scheint, ich steck fest. Hunde können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern. Können wir jetzt endlich den Baum fällen? Nein, wir rufen jetzt den höchsten Rettungsservice im ganzen Land. Okay, ich bin schon unterwegs. Das ist Frau Mümmel mit ihrem Rettungshubschrauber. Hallo alle zusammen. Retten wir mal wieder unseren Knirpsi. Wer fliegt jetzt eigentlich den Hubschrauber? Ups, ich Dummerchen. Ich stelle mal schnell den Autopiloten an. Autopilot angeschaltet. Einen schönen Tag noch. Mit einem Autopilot fliegt der Hubschrauber von alleine. Hab ich dich, du kleiner Schlingel. Frau Mümmel hat Knirpsi gerettet. Hurra! Dankeschön, Frau Mümmel, dass Sie meinen Knirpsi gerettet haben. Hab ich gern gemacht. Dankeschön auch für unsere Rettung. Ich mache nur meine Arbeit. Wiedersehen. Haben Sie nicht etwas vergessen? Was? Oh ja, meinen Hubschrauber. Auf Wiedersehen, alle zusammen. Auf Wiedersehen. Du bist wirklich eine freche Schildkröte. Oh gut, du bist jetzt müde. Ab in deine Kiste. Schlaf schön, Knirpsi. Knirpsi hält jetzt Winterschlaf. Im Frühling wird er wieder aufwachen. Das Regentagsspiel. Es regnet. Peppa und Schorsch müssen zu Hause bleiben. Ich mag Regentage nicht so gerne. Ich mag sie, denn hinterher gibt es schöne Matschepfützen zum Reinspringen. Gute Idee, Papa Wutz. Wir gehen gleich nach draußen. Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Wann hört es denn auf? Komm, wir hören den Wetterbericht an. Hier ist der Wetterbericht. Heute regnet es den ganzen Tag. Oh. Ich finde, wir sollten das Regentagsspiel spielen. Was ist das Regentagsspiel? Ich zeige es euch. Ich nehme diese Quietscheente und verstecke sie so, dass ihr sie sehen könnt. Meinst du, dass ihr sie findet? Papa, wenn wir sie sehen können, hast du sie doch überhaupt nicht versteckt. Schaut mal her. Ich verstecke die Ente hier und ihr sagt mir, wo sie ist. Da. Vollkommen richtig. Das ist zu einfach, Papa. Es bleibt aber nicht so einfach, Peppa. Wer von euch möchte anfangen? Weil das Spiel Babyeier leicht ist, kann Schorsch ruhig anfangen. Na gut, dann wartest du hier. Papa Wutz sucht einen guten Platz für die Quietscheente. Die Ente ist irgendwo im Kinderzimmer. Schorsch sucht die Quietscheente. Aber sie ist gar nicht so leicht zu finden. Oh. Schorsch, du kannst sie sehen. Streng mal deine Augen an. Schorsch strengt seine Augen an, um die Quietscheente zu finden. Es wird schon wärmer. Kälter. Ganz warm. Schorsch hat die Quietscheente gefunden. Hurra! Ich habe sie sofort gesehen. Dieses Spiel ist zu einfach. Mal sehen. Peppa ist dran. Jetzt verstecke ich die Ente mal. Mama Wutz sucht ein Plätzchen für die Ente, damit Peppa sie suchen kann. Ich finde die Quietscheente sofort. Fertig! Die Quietscheente ist irgendwo in der Küche. Ich komme dich jetzt suchen, Quietscheentchen. Ich weiß, wo du bist. Du bist in der Spüle. Oh! Die Quietscheente ist nicht in der Spüle. Jetzt weiß ich's. Du bist unter dem Tisch gekrochen. Die Quietscheente ist nicht unter dem Tisch. Könnt ihr mir helfen? Bitte. Sie hat sich zwischen anderen gelben Sachen verborgen. Was kann denn hier noch wohnen, was so gelb ist wie die Ente? Bananen! Da bist du ja! Peppa hat die Quietscheente gefunden. Sie war in der Obstschale. Hurra!
Gut gemacht. Ich möchte das Regentagsspiel gerne nochmal spielen. Dieses Mal sucht ihr beide nach der Quietsche-Ente. Papa Wutz setzt die Ente so hin, dass Peppa und Schorsch sie suchen können. Fertig. Ich bin im Wohnzimmer. Sitzt sie auf dem Sofa? Nein. Ist sie vielleicht auf dem Fernseher? Nein. Sie ist überhaupt nirgendwo. Soll ich euch mal helfen? Sie sitzt auf etwas ziemlich Großem und ziemlich Schlauem. Und ziemlich Nettem. Papa, sie sitzt auf deinem Kopf. Das ist das beste Entenversteck aller Zeiten. Oh, der Regen hat ja aufgehört. Warum gehen wir nicht nach draußen? Aber ich will gerne noch mal das Regentagsspiel spielen. Ich glaube, dir wird das Draußen-Regentagsspiel sogar noch besser gefallen. Was ist das für ein Spiel? Ich habe keine Ahnung. Das Ziel ist, wir finden eine Matschepfütze. Hab sie schon gefunden. Ist das das Spiel? Bei diesem Spiel geht es nicht nur ums Finden, Peppa. Was kann man mit einer Matschepfütze machen? Darin herumhüpfen? Richtig schön in einer Matschepfütze herumhüpfen. Ich mag alle Regentagsspiele. Aber besonders mag ich das, bei dem wir in Matschepfützen herumhüpfen. Captain Clef. Peppa und ihre Freunde spielen zu Hause bei Klausi Clef. Ich bin ein Kapitän und segle über die Weltmeere. Wir sind die munteren Piraten. Potz, Blitz und Donner. Ahoi! Das Postauto. Es ist Herr Zebra, der Postbote. Guten Tag, Frau Clef. Ich habe eine Postkarte für Sie. Dankeschön, Herr Zebra. Tschüss dann. Von wem ist die Postkarte denn, Mami? Sie ist von Captain Clef. Papi! Er schreibt, dass er seine Weltumsegelung beendet hat und jetzt nach Hause kommt. Oh! Wie aufregend! Wann wird er wohl zurück sein? Ahoi auch, Herr Zebra! Ruff. Hallo, Captain Clef! Hallo! Papi! Klausi! Papi! Klausi! Papi! Captain Clef ist wieder an Land. Mein Captain Clef! Mama Clef, mein Herzensschatz! Für wie lange bleibst du jetzt hier, Papa? Für immer! Ich habe beschlossen, das Reisen sein zu lassen. Ich habe die Welt gesehen und ich habe mein Glück gemacht. Oh! Und wieder verloren. Oh! Und wiedergefunden. Hurra! Ich liebe das Reisen. Aber es gibt etwas, das ich wirklich vermisse, wenn ich fort bin. Was denn, Papa? Natürlich meine Lieblinge. Darum hänge ich meine Kapitänsmütze mal an den Nagel. Ich erzähle euch nun alles über meine vielen Reisen. Ich war wieder einmal eine Ewigkeit unterwegs, segelte rund um die Welt. Einmal ganz rum? Jo. Was passierte, als du ganz unten warst? Bist du runtergefallen? Nein, ich fuhr hart am Wind. Boah, was für ein Abenteuer. Das war es. Und ich habe euch allen Geschenke mitgebracht. Oh, Geschenke? Hier ist eine Trommel für Klausi aus einem weit entlegenen Dschungel. Dankeschön, Papa. Sehr gut, Klausi. Ich kann sogar noch lauter. Vielleicht ist das für heute erstmal genug getrommelt. Und für alle deine Freunde Muscheln von einer Südseeinsel. Oh! Wenn ihr sie ans Ohr haltet, könnt ihr das Meer rauschen hören. Ja, ich kann sogar den Strand hören. Und für meinen Liebling Mama Clef einen Schatz aus Gold und Juwelen. Oh, wie reizend! Genau, was ich mir wünsche. Ah, es ist herrlich wieder zu Hause. Es ist Morgen. Captain Clef ist früh auf den Beinen. Papa, was machst du gerade? Ich prüfe den Wind, Klausi. Warum? Segler prüfen immer erst den Wind, bevor sie segeln. Aber du segelst doch jetzt gar nicht mehr. Ja, stimmt. Das habe ich gesagt, glaube ich. Vermisst du denn das Meer, Papa?
Nein, nein, ich vermisse das Meer nicht. Aber ich vermisse mein Boot. Ich hätte da ein Boot, das Opi Clef mal für mich gebaut hat. Aha, das ist eine genaue Kopie von meinem Boot. Du könntest mir helfen, damit zu segeln. Das wird ein Spaß. Peppa und ihre Freunde sind am Ententeich. Ahoi, ihr Schiffskameraden. Ist noch für einen weiteren Kahn Platz im Wasser? Ja. Ausgezeichnet. Klausi, unser Boot braucht einen Kapitän. Es kann nicht alleine segeln. Papa, willst du mein Bootskapitän sein? Ich wäre begeistert, Klausi. Und du bist mein erster Steuermann. Ja, bitte. Boot zu Wasser lassen. Ei, ei, Captain. Der Wind weht aus Südwest. Das Wasser ist ruhig. Beim letzten Abenteuer segelte ich mit meinem Boot um die ganze Welt. Das Abenteuer heute heißt also, ich segel mit meinem Boot über den ganzen Ententeich. Captain Clef liebt es, über den Ententeich zu segeln. Alle lieben es, über den Ententeich zu segeln. Der neue Dinosaurier von Schorsch. Schorsch liebt es, mit seinem Dinosaurier zu spielen. Der Dinosaurier ist aus Plastik. Er geht nicht kaputt. Saurier. Auch in der Badewanne spielt Schorsch gern mit seinem Dinosaurier. Und nachts nimmt Schorsch seinen Dinosaurier mit ins Bett. Saurier. Schorsch, dein Dinosaurier ist ja kaputt. Oh. Der Dinosaurier hat keinen Schwanz mehr. Armer Schorsch! Du hast den Dinosaurier auch schon sehr lange. Ein Wunder, dass er so lange gehalten hat. Vielleicht ist es mal Zeit für einen neuen Dinosaurier. Ja, wir gehen morgen zusammen in den Laden von Herrn Fuchs. Das ist der Laden von Herrn Fuchs. Im Laden von Herrn Fuchs gibt es einfach alles. Hier finden wir bestimmt einen schönen neuen Dinosaurier für dich, Schorsch. Saurier. Schorsch möchte keinen neuen Dinosaurier. Guck, Schorsch, ein Riesendinosaurier. Boah, Saurier. Guten Morgen. Was kann ich für euch tun? Wir möchten den Dinosaurier aus dem Schaufenster. Aber gerne. Gute Wahl. Das ist der Dinomat. Er brüllt, er läuft. Außerdem kann er ein Dinosaurierlied singen. Dinomat, Dinomat, hör mal, wie der Dino macht. Boah! Saurimat. Wir nehmen ihn. Schorsch spielt im Garten mit dem Dinomat. Spiel nicht so wild mit dem Dinomat, Schorsch. Er hat bewegliche Teile, die können kaputt gehen. Schorsch kann mit dem Dinomat nicht im Garten spielen. Schorsch möchte mit dem Dinomat in der Badewanne spielen. Schorsch, wenn der Dinomat nass wird, funktioniert er nicht mehr. Schorsch kann mit dem Dinomat nicht in der Badewanne spielen. Es ist Schlafenszeit. Schorsch hat den Dinomat mit ins Bett genommen. Schorsch! Der blöde Dinomat hat mich aufgeweckt. Vielleicht schläft er doch besser woanders, der Dinomat. Schorsch kann den Dinomat nicht mit ins Bett nehmen. Es ist morgen. Warum ist Schorsch denn so traurig? Schorsch kann gar nicht mit dem Dinomat spielen. Nicht im Garten, nicht beim Baden und nicht im Bett. Mach doch nichts, Schorsch. Dafür singt der Dinomat. Dinomat, Dinomat, hör mal wieder. Oh. Ich glaube, die Batterien sind leer, Papa Wutz. So schnell? Wie viele Batterien braucht er? Hundert und Tausende. Der Dinomat braucht eine Menge Batterien, um zu brüllen. Oh, was ist das? Eine Trompete? Die ist wohl kaputt. Saurier.
Das ist keine Trompete, Peppa. Das ist der Schwanz vom alten Dinosaurier. Oh. Und Papa Wutz repariert ihn. Ich versuch's mal. Ich glaube, der ist gar nicht so einfach zu reparieren. Oh! Papa Wutz hat den Dinosaurier repariert. Hurra! Haha! Ich bin eben ein Experte im Sachen reparieren. Schorsch liebt seinen Dinosaurier. Sausia! 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 Hallo, Dinosaurier! Schorsch liebt seinen alten Dinosaurier eben über alles in der Welt. Spinnennetze. Papa Wutz arbeitet hart in seinem Arbeitszimmer. Papa Wutz, du müsstest hier wirklich dringend mal putzen. So schlimm sieht es nicht aus. Aber da sind überall Spinnenweben. Ich mag Spinnweben. Sie geben dem Raum Charakter. Wo Spinnweben sind, sind auch Spinnen. Ich kann Spinnen überhaupt nicht leiden. Ich schon, denn Spinnen fangen Fliegen. Und ich finde Fliegen grässlich. Gut, aber nur solange mir keine Spinne unter die Augen kommt. Ah! Eine Spinne. Schönen guten Tag, Herr Spaghettibein. Oh, wo bist du denn hin? Findet ihn. Ich will ihn nicht im Haus haben. Alle suchen Herrn Spaghettibein. Herr Spaghettibein ist nicht im Aktenschrank. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht unter dem Hocker. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht auf dem Tisch. Oh. Ich frage mich, wo Herr Spaghettibein steckt. Das klingt, als ob Mama Wutz ihn gefunden hat. Keine Angst, Mami. Weg! Schafft ihn raus! Na gut, dann nehmen wir Herrn Spaghettibein mit in den Garten. Jetzt hat Herr Spaghettibein den ganzen Garten zum Spielen. Auf Wiedersehen, Herr Spaghettibein. Es fängt an zu regnen. Herr Spaghettibein rennt zurück zum Haus. Vielleicht mag er den Regen nicht. Er klettert im Regenrohr hinauf. Klitzekleine Spinne läuft im Rohr hinauf. Fällt der Regen runter, spült sie wieder raus. Kommt die liebe Sonne, wärmt alles wieder auf. Klitzekleine Spinne läuft gleich wieder rauf. Ich möchte Herrn Spaghettibein nicht im Haus haben, Papa Wutz. Dann bringen wir Herrn Spaghettibein ein bisschen weiter in den Garten. Der ist gut. Ein schöner Baum zum drin wohnen. Was macht er denn da? Er webt ein Spinnennetz, Peppa. Spinnen leben in Netzen und außerdem fangen sie Fliegen damit. Oh. Er ist sehr fleißig. Ja, es macht viel Arbeit, ein Netz zu weben. Darum darf man ein Spinnennetz nie kaputt machen. Denn sonst muss die Spinne die ganze Arbeit nochmal machen. Ja, Papa. Auf Wiedersehen, Herr Spaghettibein. Es ist Schlafenszeit. Das war ganz toll, wie Herr Spaghettibein heute sein Netz gewebt hat. Und morgen wird er ein neues Spinnennetz weben. Wirklich? Ja, Herr Spaghettibein webt jeden Tag ein neues Spinnennetz. Und wo webt er sein Spinnennetz dann, Papa? Keine Ahnung. Wir finden es morgen heraus. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist morgen. Papa Wutz ist gleich fertig, um zur Arbeit zu gehen. Ich darf nicht zu spät kommen. Ich habe einen sehr wichtigen Termin im Büro. Papa! Du bist aber sehr fleißig. Ja, das bin ich. Aber nicht so fleißig wie Herr Spaghettibein. Tschüss alle zusammen. Bis heute Abend. Stopp, Papa. Was ist denn? Du kannst heute nicht mit dem Auto fahren. Warum nicht? Guck. Herr Spaghettibein hat ein Netz zwischen dem Haus und dem Auto gewebt. Papa, du hast gesagt, dass man ein Spinnennetz niemals kaputt machen darf. Wirklich? Ja, Papa Wutz. Und wenn du jetzt mit dem Auto fährst, machst du das Netz kaputt. Aber wie soll ich zur Arbeit kommen? Keine Sorge, Papa. Du darfst dir nämlich mein kleines Fahrrad ausleihen. Hier für dich. Dankeschön, Peppa.
Papa Wutz fährt auf Peppas kleinem Fahrrad. Gute Fahrt zur Arbeit, Papa. Ich versuch's, Peppa. Tschüss. Tschüss. Papa Wutz ist heute sehr fleißig. Aber Herr Spaghettibein ist noch viel fleißiger. Der Wunschbrunnen. Opa Wutz führt Peppa und Schorsch durch seinen Garten. Hier wachsen Kohlköpfe, leckerer Brokkoli und Sprossen. Oh. Kartoffeln, Möhren und rote Beete sind hier. Und weiter da hinten wächst das Obst. Und was ist das, Opa? Das, Peppa, ist Unkraut. Was ist Unkraut? Unkraut ist eine freche Pflanze, die immer am falschen Ort wächst. Oh. Rupf es raus und schmeiß es in diesen Eimer. In meinem aufgeräumten Garten ist für Unkraut kein Platz. Opa Wutz ist sehr stolz auf seinen Garten. Vielleicht könnte man an diesem Platz ein paar kleine Erdbeeren wachsen lassen. Mitten zwischen den Karotten? Nein, Peppa. Erdbeeren gehören doch zum Obst. Alles hat seinen richtigen Platz. Habe ich nicht recht, Oma Wutz? Ja, Opa Wutz. Haben wir ein kleines Plätzchen für ihn? Nein. Was ist denn das, Oma? Das ist ein kleiner Gartenzwerg, Peppa. Und er wird in unserem Garten wohnen. Nein, nein, wird er nicht. Hier ist kein Platz. Hier ist eine Menge Platz, zum Beispiel hier. Ich will nicht, dass das hässliche Ding mich den ganzen Tag anstarrt. Peppa, Schorsch, findet ihr meinen Gartenzwerg auch hässlich? Nein, Oma, ich finde, er ist süß. Also, Opa Wutz, wir haben dich überstimmt. Der Zwerg bleibt. Ah, und da kommt der Rest der Familie. Was? Herr Bulli bringt dem Gartenzwerg eine Wagenladung neuer Freunde. Yippie! Aber Gärten sind für Pflanzen, nicht für Plastik. Muh, wo sollen die Zwerge hin? Sie sollen nirgends hin. Vielen Dank. Oh! Und tschüss. Gemeiner Opa Wutz, diese Gartenzwerge da sind doch für Oma. Oh, anscheinend sollen ihre Gartenzwerge doch zu uns. Na dann, alles klärchen. Ich mag Zwerge. Und hier kommt noch was. Wiederschauen. Dankeschön, Herr Bulle. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist das? Etwa ein Riesenzwerg? Nein, Opa Wutz, es ist ein Brunnen. Was ist ein Brunnen? Ein Brunnen, Peppa, ist ein tiefes Loch und in dem Loch ist Wasser drin. Oh. Und ganz zufällig brauche ich auch Wasser für meinen Garten. Also könnte ein Brunnen nützlich sein. Aber das ist überhaupt kein Brunnen. Erstens ist er aus Plastik gemacht und er hat auch kein Loch. Er ist wunderschön. Was soll an einem Brunnen ohne Wasser denn schön sein? Es ist ein Wunschbrunnen. Du schmeißt eine Münze hinein und wünschst dir was. Darf ich mir was wünschen, Oma? Natürlich, Peppa, mit dieser kleinen Münze. Ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche. Und nicht verraten, was du dir wünschst. Na gut. Fertig. Gut gemacht. Oma, gehen die Wünsche immer in Erfüllung? Ja. Oh, super. Aber jetzt sollte Opa Wutz euch nach Hause bringen. Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kleinen. Opa, du hast es aber gut, dass du einen Wunschbrunnen in deinem Garten hast. Findest du das, Peppa? Ja, denn du kannst dir wünschen, was auch immer du willst. Und die Wünsche gehen immer in Erfüllung, weil Oma Wutz das gesagt hat. Ja. Würdest du gerne wissen, was ich mir vorhin gewünscht habe? Was hast du dir gewünscht, Peppa? Ich habe mir für meinen Garten auch einen Wunschbrunnen und Gartenzwerge gewünscht. So was? Da können wir, glaube ich, was machen. Peppa und Schorsch werden nach Hause gefahren. Mama, Papa, ich hatte einen Wunsch und er ist in Erfüllung gegangen. Wirklich? Was hast du dir gewünscht, Peppa? Haufenweise Gartenzwerge und einen Wunschbrunnen für den Garten. Oh. Opa Wutz, ich glaube nicht, dass wir dafür Platz haben. Unsinn! Ihr habt doch hier eine Menge Platz. Ja, es sieht wohl so aus. Peppa und Schorsch lieben Gartenzwerge und Wunschbrunnen. Alle lieben Gartenzwerge und Wunschbrunnen.
Show. Es ist Weihnachtszeit. Peppas Kindergartengruppe will sich im Theater Mr. Kartoffels Weihnachtsshow ansehen. Wir sind da! Oh, das sind bestimmt die Leute, die heute Theater spielen. Mr. Kartoffel, Miss Möhre, Biene Blaubeer und Kleines Kraut. Hallo, eure Karten. Setzt euch auf den Platz mit der richtigen Nummer. Hier ist mein Platz. Nummer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fertig, Kinder. Die Show wird gleich losgehen. Madame Gazelle, ich muss noch mal aufs Klo gehen. Oh, Pedro! Entschuldigung, sorry. Danke. Beeil dich, Pedro. Ich war noch nie bei einer Weihnachtsshow. Das ist ganz schön aufregend. Tut mir leid. Entschuldigung. Psst! Kinder, seid jetzt bitte alle ruhig. Was ist das für Musik? Die Show fängt jetzt an. Oh! Entschuldigung! Das ist nicht die Musik von der Weihnachtsshow. Es ist Madame Gazelles Handy, das klingelt. Boah! Und welches Handy ist das? Jetzt fängt wirklich die Weihnachtsshow an. Willkommen zu Mr. Kartoffels Weihnachtsshow. Mit meinen tollen Leuten und einer Überraschung. Oh! Hallo, Kinder. Ich bin Mr. Kartoffel. Das ist Miss Möhre. Hier kommt Biene Blaubeer. Und jetzt alle bitte einen dicken Applaus für unseren jüngsten Spross. Kleines Kraut. Wo ist Kleines Kraut denn hin? Kleines Kraut, wo steckst du? Er ist weg. Oh. Könnt ihr uns helfen, ihn zu finden, Kinder? Ja! Wenn ihr ihn seht, Kinder, ruft laut, da ist Kleines Kraut. Da ist Kleines Kraut. Genauso, wenn ihr ihn seht, ruft genauso. Da ist er ja! Er ist hinter euch! Wo? Da! Hinter euch! Ich sehe ihn nicht. Die haben ja wohl Tomaten auf den Augen, oder? Da bist du ja, du freches kleines Kraut. Guckt, ich bin eine verzauberte Möhrenfee. Und jetzt, Kinder, kann ich fliegen. Die wird an einem Seil hochgezogen. Ihr zwei dürft euch etwas wünschen. Was ist euer Wunsch? Wir wünschen uns einen Weihnachtsbaum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh. Und jetzt singen wir unser Weihnachtslied. Wollt ihr es gerne hören, liebe Kinder? Ja! Kleines Kraut auf dem Weihnachtsbaum, Kartoffel, Möhre, Blaubeer, Glaubenskaum. Ja, wir wünschen euch zusammen ein frohes Fest und ein Weihnachten, das ihr nie vergesst. Das war's. Wiedersehen, Kinder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch alle. Das war ein bisschen kurz. Hallo. Wir haben noch eine Überraschung für euch. Eine sehr bedeutende Person ist hier, um euch alle zu begrüßen. Ho, ho, ho. Ratet mal, wer das sein könnte. Ho, ho, ho. Es ist die Königin. Es ist der Weihnachtsmann. Hurra! Hallo, Kinder. Wart ihr auch alle brav? Ja! Habt ihr auch immer schön eure Zähne geputzt? Ja! Und immer schön eure Zimmer aufgeräumt? Sehr gut. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Und jetzt noch mal das Weihnachtslied. Alle zusammen. Ja! Pedro hat Husten. Heute ist Musikstunde in der Spielgruppe von Madame Gazelle. Meiner Puppe koch ich Suppe. Entschuldigung, Madame Gazelle. Oje, Pedro hat Husten. Nur keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an.
Dr. Braunbär am Apparat. Hallo, Doktor. Ihr spricht Madame Gazelle. Ein Kind ist krank. Keine Panik. Ich bin schon unterwegs. Was fehlt denn dem Patienten? Ich hab ganz doll Husten. Verstehe. Kratzt es dich denn im Hals oder eher in der Brust? Ich weiß nicht genau, aber wenn ich huste, klingt es so. Und wann hast du diesen Husten bekommen? Als Madame Gazelle angefangen hat zu singen. Es ist nichts Ernstes, aber Petrus Husten könnte ansteckend sein. Wie meinen Sie das, ansteckend? Wenn einer Husten hat, kann es sein, dass die anderen ihn auch bekommen. Kriege ich jetzt Medizin? Nur einen kleinen Löffel voll. Ich fürchte, sie schmeckt nicht besonders gut. Bäh. Sie schmeckt ja wie ein alter Schuh mit Marmelade. Vielen Dank, Dr. Braunbär. Wiedersehen. Wiedersehen. Dachte ich's mir doch. Petros Husten ist ansteckend. Klausi Kleff und Luzi Locke haben sich bei Pedro angesteckt. Schön Mund aufmachen. Bäh. Das schmeckt wie alter Teppichboden mit Joghurt. Bäh. Nach ekligem Blumenwasser. Sehr schön. Die Medizin wird euch gut tun. Bist du eigentlich nie krank, Dr. Braunbär? Nein, Peppa, ich werde nie krank. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Wiederschön. Wiedersehen. Die Spielgruppe ist aus und die Eltern holen ihre Kinder ab. Mama, Papa, ich habe Husten. Dr. Braunbär war da und hat nachgeschaut. Wir mussten scheußliche Medizin nehmen. Madame Gazelle, wollen Sie jetzt Ihr Lied singen? Natürlich, Peppa. Oh, meiner Puppe koch ich Suppe. Sie ist... Oh, oh, oh. Oh je, alle Erwachsenen haben sich bei Pedro angesteckt. Dr. Braunbär am Apparat. Hier ist Peppa Wutz. Alle Erwachsenen sind krank. Keine Sorge, Peppa. Bin schon unterwegs. Hallo zusammen. Alle haben Petrus Husten, richtig? Also dann, der Reihe nach. Schön Mund aufmachen. Oh, es schmeckt nach Vanillepudding mit alten Socken. Danke, dass Sie sich um uns gekümmert haben, Dr. Braunbär. Wer kümmert sich denn um Sie, wenn Sie mal krank sind? Niemand kümmert sich um mich. Ich bin nie krank. Oh je, Dr. Braunbär hat sich mit Pedros Husten angesteckt. Nicht so schlimm. Wiedersehen. Wiedersehen. Armer Dr. Braunbär. Jetzt ist er selber krank und hat keinen, der sich um ihn kümmert. Oh. Besuch um diese Zeit? Hallo! Wir wollen uns um Sie kümmern. Hier haben Sie Obst. Und noch ein paar Kissen. Und hier ist Ihre Medizin. Bäh. Das schmeckt ja wie Marmeladen, Teppich, Pudding, Joghurt, Socken. Jetzt singen wir noch was, dann geht's Ihnen bald besser. Oh! Das Wohnmobil. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Boah. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher an. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wutz. Dann geht's los! Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil.
Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh! Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich aber genau genommen. Sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein, das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutsch und ich schlafen hier auf diesem Bett. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Hoho, schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Linus Löffel kommt zum Spielen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch, Linus Löffel ist da. Schorschi. Linus. Sausia. Sausia. Tschüss, Linus. Ich komme dich dann nachher abholen. Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch, Linus, ihr macht mein ganzes Haus kaputt. Spielt doch bitte was ohne Titschen. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich
Ich sag Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Kartoffel. Erdapfel. Mama, George und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. George hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich? Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's. Hast du Lust, bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja, aber komm ganz schnell. Tschüss denn, Luzi. Ich komme dann... Schnell, Luzi. Später, um dich abzuholen. George, Linus. Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland. Hier ist jetzt ein Krankenhaus. Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr. Es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Doktor. Dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalich aus. Ja, Frau Doktor. Er muss auch ins Bett. Sofort. Sausia! Sch, bitte Ruhe jetzt. Hier ist ein Krankenhaus. Puff, doof! Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr, jetzt ist es ein Bahnhof. Schluss jetzt! Es gibt keine Eisenbahn im Feenland. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt. Warum weint ihr denn so laut? George und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen. Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen. Ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen. Und? Und? Geht doch alle nach draußen zum Spielen. Aber die machen doch nur kleine Jungs-Spiele. Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen. Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matsche? Pfützen! Und wofür sind Matsche Pfützen da? Um herumzuspringen! Alle lieben es, in Matsche Pfützen herumzuspringen. Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas. Elena Esel. Hallo? Papa Wutz am Apparat? Monsieur Wutz, comment allez-vous? Oh, das Telefon ist kaputt. Qu'est-ce que fait-il en Allemagne? Il y a la pluie ou le soleil? Siehst du? Das Telefon redet Unsinn. Allô, comment allez-vous? Allô, monsieur? Est-ce que Elena peut rester un jour? Oui. Elle est dans le train. Au revoir. Das war Monsieur Esel. Er spricht Französisch. Ah, hab ich mir gedacht. Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann. Oh, prima! Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Peppa. Sie wohnt in Frankreich. Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben. Juhu! Wir müssen uns beeilen. Elenas Zug kommt gleich an. Endstation! Alle aussteigen! Da ist Elenas Zug! Elena! Bonjour! Bonjour ist Französisch und heißt guten Tag. Bonjour! Bonjour! Bonjour, Monsieur Esel. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, nach ganz
ganz nach oben im Haus. Oh. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh ja. Yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Peppa. Peppa und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder. Versucht zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Boah! Dormez bien. Dormez bien ist Französisch und heißt schlaft gut. Ich bin noch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, sonne les matines. Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Elena geht heute mit in Peppas Spielgruppe. Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin, Elena Esel. Bonjour. Ah, bonjour, Elena. Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen. Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja, singt mir das Bing-Bong-Lied vor. Es ist gut für mein Deutsch. Mais oui! Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bu. Bang, Bing, Bu. Habe ich viele neue Wörter gelernt. Bing, Bong, Bingeli, Bongeli, Bu. Der Talenttag. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, morgen ist unser Talenttag. Was ist ein Talent? Ein Talent ist etwas, was du gerne machst und was du gut kannst. Ich gucke gerne Fernsehen und das kann ich gut. Zeig doch etwas, was die anderen auch gerne sehen würden. Mein Talent ist Gitarre spielen. Cool. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Vergesst nicht, euch etwas auszudenken für den Talenttag morgen. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Ich kann noch nicht ins Bett gehen. Ich habe noch kein Talent, das ich morgen zeigen kann. Aber du hast viele Talente, Peppa. Ja, ich kann Seilspringen. Ich kann singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich habe ja so viele Talente. Keine Sorge, du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind Seilspringen, Singen und Tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Kleff? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass
und durchsichtig. Ah! Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh! Bitte schließ die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Dankeschön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist Singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh weh, tanzen war Peppas letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat. Also, wer ist noch übrig? Peppa! Ich wollte Seilspringen oder singen oder tanzen. Aber das war alles schon. Man kann viele Talente haben, Peppa. Auf jeden Fall nicht Fernsehen gucken. Überleg mal, was du wirklich gerne machst. Ich weiß es. Ich habe noch ein Talent, bei dem ich richtig gut bin. Mal sehen, welches Talent Peppa wohl meint. Mein besonderes Talent, das ich am besten kann, auf der ganzen weiten Welt, ist auf- und abzuspringen. In Matschepfützen. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, in Matschepfützen zu springen. Ein Fisch namens Goldie. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Papa Wutz fährt mit dem Auto zur Arbeit. Zeit fürs Frühstück, Goldie. Mama Wutz füttert Goldie den Fisch. Mama, Goldie hat gar keinen Hunger. Oh, vielleicht fühlt sie sich nicht gut. Wir rufen besser Dr. Hamster an. Tierarztpraxis Dr. Hamster hier. Hallo, Dr. Hamster. Unser Fisch Goldie frisst heute nicht. Und sie sieht traurig aus. Oh, sie kommen am besten gleich vorbei mit Goldie. Oh, Papa hat ja das Auto. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Oh, klasse! Das ist die Bushaltestelle. Auf dem Fahrplan steht, der nächste Bus kommt um 10 Uhr. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 Uhr. Hurra! Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten! Herr Bulle wartet auf den Bus. Oh, einen Fahrschein zum Musikladen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldie zur Tierärztin. Oh weh, geht's uns heute nicht gut, Goldie? Sie kann nicht sprechen, sie ist ein Fisch. Natürlich, vielleicht mag sie ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mietze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Alors, 4 Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldie zur Tierärztin. Oh, geht's Goldie nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum. Tada!
Tag für Tag. Supermarkt! Wiedersehen! Musikladen! Wiedersehen! Endstation, Tierärztin! Die Tierärztin macht kranke Tiere wieder gesund. Oh, ist das der traurige kleine Fisch, der nicht frisst? Ja, sehen Sie mal. Goldi frisst das Futter. Oh, zu Hause hatte sie keinen Hunger. Vielleicht war es Goldi zu Hause zu langweilig. Ich glaube, die spannende Reise hat sie aufgemuntert. Ah. Du hast wirklich einen gesunden und glücklichen Fisch. Sie ist goldig. Herzlichen Dank, Dr. Hamster. Mama Wutz, Peppa und Schorsch fahren mit dem Bus nach Hause. Herr Bulle fährt auch nach Hause mit seiner reparierten Tuba. Sie ist so gut wie neu. Madame Gazelle und ihre Freunde fahren mit ihren Einkäufen nach Hause. Ich sehe, Goldi ist wieder ein glücklicher Fisch. Ja, die Busfahrt hat sie wieder gesund gemacht. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, Tag für Tag. Hallo, wo wart ihr denn? Wir waren mit Goldi bei der Tierärztin und jetzt geht's ihr besser. Oh je, Goldi hat Husten. Wir sollten mit Goldi morgen nochmal zur Tierärztin. Ich kann euch im Auto hinbringen. Nein, Papa, wir fahren lieber Bus. Das macht Spaß. Okay, wir nehmen den Bus. Hurra! Alle lieben Busfahren, besonders Goldi, der Fisch. Rätsel. Peppa und ihre Familie gucken ihr Lieblingsprogramm im Fernsehen. Inspektor Kartoffel. Ich bin Inspektor Kartoffel, der weltberühmte Detektiv. Oh. Bitte helfen Sie mir, Herr Detektiv. Ich kann meine Blume nirgends finden. Hm. Ihre Blume ist exakt auf Ihrem Kopf. Oh, danke, Herr Detektiv. Das war einfach. Das kann ich auch. Hoho, da bin ich ganz sicher, Peppa. Papa, wenn ich groß bin, will ich ein berühmter Detektiv werden. Schorsch will auch Detektiv werden. Wenn ihr Detektive sein wollt, dann braucht ihr erstmal einen Hut. Detektive brauchen immer Hüte. Jetzt seht ihr aus wie zwei echte Detektive. Und wir brauchen so ein komisches Ding, mit dem alles ganz groß aussieht. Du meinst eine Lupe? Ich glaube, wir haben eine in der Küchenschublade. Na bitte! Eine richtige Lupe für euch. Boah, wie funktioniert die? Halt sie irgendwo davor, dann sieht es größer aus. Die Lupe lässt den kleinen Fisch groß aussehen. Kann ich auch mal, Mama? Ui. Durch die Lupe sehen Schorschs Augen sehr groß aus. Hohoho. So, jetzt fehlt euch Detektive nur noch ein Rätsel, das ihr lösen könnt. Papa, was denn für eine... Brezel. Ein Rätsel. Das ist etwas, womit sich Detektive beschäftigen. Zum Beispiel verlorene Sachen wiederzufinden. Ich weiß was. Wir suchen Schorschs Gummidinosaurier. Der geht doch immer verloren. Sausier. Der Dinosaurier ist nicht verloren gegangen. Oh. Wie wär's mit deiner Brille, Papa? Die ist doch so oft verschwunden. Hohoho, aber nicht heute. Guck mal, ich hab sie auf. Das ist nicht fair. Nirgends sind irgendwelche Brezel. Soll ich dir vielleicht mal ein Rätsel stellen? Ja, bitte. Papa Wutz denkt sich ein Rätsel aus. Also, was ist auf dem Tisch? Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen... Und der Dinosaurier. Das stimmt. So, jetzt guckt noch mal ganz genau und prägt euch alles ein. Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen und Herr Dinosaurier. Habt ihr euch alles gemerkt? Ja. Na gut. Jetzt müsst ihr für einen Moment rausgehen. Ich rufe euch, wenn ich fertig bin. Das hört sich an, als ob Papa nach oben geht. Und jetzt kommt er wieder runter. In Ordnung. Jetzt könnt ihr wieder reinkommen. Eine Sache fehlt jetzt auf dem Tisch. Wisst ihr welche?
Herr Dinosaurier ist da, der kleine Fisch, Schachtelmännchen. Also, wer fehlt dann? Teddy! Stimmt, genau. Teddy ist weg. Gut gemacht, Pepper und Schorsch. Das war ganz einfach für uns. Wir sind berühmte Detektive. Ah, das war auch nur das halbe Rätsel. Wo ist Teddy hin? Oh, weiß ich nicht. Was sind denn das für kleine Dinger auf dem Boden? Das sind Kuchenkrümel. Durch die Lupe kann man die Kuchenkrümel sehr gut erkennen. Ich frage mich, ob Teddy Kuchen gegessen hat. Und die Krümel führen hier entlang. Teddy hat aber viel Kuchen gegessen. Die Krümel führen ins Kinderzimmer von Pepper und Schorsch. Oh, hier sind keine Krümel mehr. Wie können wir Teddy finden? Du kannst mir Fragen stellen, aber ich antworte nur mit Ja oder Nein. Okay, ist Teddy hier im Zimmer? Ja. Ist Teddy in Schorschs Bett? Nein. Ist Teddy irgendwo hoch oben? Ja. Teddy ist in meinem Bett. Hurra! Das Rätsel ist gelöst. Ho, ho. Willst du immer noch Detektiv werden, wenn du groß bist, Peppa? Detektiv sein ist ziemlich schwer. Nächstes Mal will ich derjenige sein, der das Rätsel stellt. Genau wie du, Papa. Felsbecken. Peppa und Schorsch fahren mit Oma und Opa Wutz ans Meer. Peppa und Schorsch lieben das Meer. Oh, wohin ist der Sand verschwunden? An diesem Strand ist gar kein Sand, Peppa. Kein Sand? Aber eigentlich wollten wir doch Sandburgen bauen. Peppa und Schorsch bauen so gerne Sandburgen. Na, na, Schorsch, sei nicht traurig. An diesem großen Felsenstrand kann man auch so einiges erleben. Und was? Wenn die Wellen ablaufen, dann bleiben kleine Planschbecken voll Wasser in den Felsen zurück. Felsbecken sozusagen. Und in jedem Felsbecken gibt's irgendwas zu entdecken, was das Meer hineingespült hat. Oh, ich sehe etwas Glitzerndes. Es ist eine Münze. Boah! Vielleicht von einem echten Piratenschatz. Oh. Kommt, wir sammeln alles Schöne ein, was wir finden. Ja, wir sammeln es in Schorschs Eimer. Und was für ein Schatz verbirgt sich in diesem Becken? In diesem Felsbecken ist nichts Besonderes. Irgendetwas ist immer da, Peppa. Sieh genau hin. Oh, da ist irgendetwas. Ja, es ist ein Krebs. Oh! Der Krebs zwickt Opa Wutz in den Finger. Oh! Au! Oh! Böser Herr Krebs. Guck mal, Schorsch. Herr Krebs marschiert ja seitwärs. Schorsch tut, als wäre er ein Krebs. Peppa möchte auch ein Krebs sein. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Zwick, zwick, zwick. Hilfe! Hier sind zwei sehr böse Krebse. Die wollen mich zwicken. Zwick, zwick, zwick. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Husch, husch, ihr bösen Krebse. Geht zurück in eure Felsbecken. Ja, wir gehen wieder zu den Felsbecken. Hast du was entdeckt? Eine Muschel. Hörst du darin das Meer rauschen? Was meinst du damit? Wenn du eine Muschel ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Toll! Ich höre wirklich das Meer. Ich liebe meine Muschel. Schorsch, kannst du auch eine Muschel finden? Muschel! Das ist nur keine Muschel. Oh! Peppa hat recht. Es ist keine Muschel. Schorsch hat ein Fossil gefunden. Was ist ein Fossil?
Ein Fossil ist ein Überbleibsel eines Lebewesens, das vor langer Zeit lebte, zur Zeit der Dinosaurier. Sausier! Felsbecken sind so spannend. Ja, für uns schon. Bloß nicht für diesen kleinen Fisch hier. Ein Fisch? Wo? Oh! Armer kleiner Fisch. Er sitzt in der Falle. Oh. Oh. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und den damit retten. Ja! Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. Oh! Ich liebe Felsbecken. Das Sportfest. Heute ist das große Sportfest. Peppa und ihre Freunde sind auch da. Alle Kinder, bitte an den Start kommen. Alle müssen so schnell rennen, wie sie können. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Ich renne schneller als du. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich schaffe mindestens 100 Kilometer pro Stunde. Und ich mindestens 1 Million Kilometer pro Stunde. Peppa, Luzi, nicht reden. Laufen. Oh. Luisa Löffel führt. Oh je, Peppa und Luzi liegen weit zurück. Luisa Löffel hat gewonnen. Und Peppa und Luzi sind die Letzten. Die Gewinnerin ist Luisa Löffel. Hurra! Dankeschön. Eigentlich hätte ich gewonnen, wenn du nicht immer geredet hättest, Luzi. Na, na, Peppa. Vergiss nicht, nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Ja, Papa. Der nächste Wettkampf ist der Weitsprung. Schorsch und Linus wollen herausfinden, wer weiter springen kann. Schorsch, renn so schnell, wie du kannst. Und dann spring so weit, wie du kannst. Schorsch, auf die Plätze. Fertig, los! Schorsch ist gesprungen, so weit er konnte. Und jetzt ist Linus Löffel dran. Wenn Linus nicht Anlauf nimmt, dann wird er nicht weit kommen. Linus Löffel, auf die Plätze, fertig, los! Linus Löffel ist weiter gesprungen als Schorsch. Der Gewinner ist Linus Löffel. Hurra! Schorsch, vergiss nicht. Nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Als nächstes kommt der Staffellauf. Jedes Kind läuft mit einem älteren Teil zusammen. Peppa, nimm mich, nimm mich. Aber Papa, du bist im Rennen nicht gerade der Schnellste. Als junges Schwein war ich einfach unschlagbar. Aber jetzt hast du einen Dickbauch. Aber ich komme noch an meine Zehen. Beinahe. Schon klar, Papa. Aber bitte renn so schnell du kannst. Als erstes laufen die Mamas und Papas. Dann übergeben sie den Kindern ihren Stab. Mamas und Papas, auf die Plätze, fertig, los! Schneller, Papa! Schneller! Papa Wutz führt. Los, Papa! Schneller, Papa! Danke, Papa, das war sehr gut. Jetzt muss ich die Staffel nehmen. Peppa, nicht reden, lauf! Oh! Der Sieger ist Emily Elefant. Oh, Papa, ich habe noch keinen Preis gekriegt. Keine Sorge, Peppa, ein Wettkampf kommt noch. Und jetzt zum letzten Wettkampf des Tages. Tauziehen, Jungen gegen Mädchen.
Wenn ich los sage, zieht ihr so fest am Seil, wie ihr könnt. Die Mädchen gewinnen. Werden sie nicht. Die Jungs gewinnen. Auf die Plätze, fertig, los. Fester Jungs! Kommt schon, zieht! Fester Mädchen! Zieht! Ich ziehe doch! Alle ziehen so fest, dass das Seil reißt. Oh! Das Ergebnis ist unentschieden. Beide Mannschaften haben gewonnen. Hurra! Ich liebe das große Sportfest. Besonders, wenn ich einen Preis gewonnen habe. Schorsch hat sich erkältet. Heute regnet es ein bisschen. Peppa, Schorsch, zieht eure Regensachen an. Wenn es regnet, müssen Peppa und Schorsch ihre Regensachen anziehen. Bäh! Schorsch mag seinen Regenhut nicht tragen. Schorsch, du musst deinen Hut anlassen. Warum? Weil du trocken bleiben sollst. Warum? Weil du dich erkälten könntest. Warum? Schorsch, willst du draußen spielen oder nicht? Dann lass deinen Hut an. Komm mit, Schorsch. Peppa und Schorsch wollen in Matschepfützen herumspringen. Bäh! Schorsch möchte seinen Regenhut nicht tragen. Peppa! Schorsch! Kommt ins Haus! Es regnet jetzt zu stark, um draußen zu spielen. Oh, Schorsch, wo ist dein Regenhut? Hatschi! Schorsch hat sich erkältet. Hatschi! Armer kleiner Schorsch, du hörst dich gar nicht gut an. Keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Aha. Stecken Sie Schorsch ins Bett, ich komme gleich vorbei. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Muss Schorsch denn jetzt ins Krankenhaus und bekommt Medizin? Nein, Schorsch muss einfach nur ins Bett. Oh, dann ist Schorsch ja gar nicht richtig wirklich krank. Hatschi! Das ist ekelhaft. Armer Schorsch, ich bring dich gleich ins Bett. Schorsch, du musst jetzt eine Weile im Bett bleiben. Nein! Schorsch möchte aber nicht im Bett bleiben. Hatschi! Schorsch, du musst im Bett bleiben, bis es dir wieder besser geht. Warum? Weil du dich schön warm halten sollst. Warum? Weil Dr. Braunbär es gesagt hat. Hallo, wo ist denn mein Patient? Mach weit auf und sag ah. Schorsch hat ein bisschen Angst. Peppa, du bist schon groß und tapfer. Kannst du Schorsch zeigen, wie das geht mit dem ah? Natürlich. Ah. Ah. Schorsch hat sich erkältet. Bekommt Schorsch Medizin? Nein, aber er kann heute Abend eine schöne warme Milch trinken. Das hilft ihm einzuschlafen. Dankeschön, Dr. Braunbär. Gern geschehen. Wiedersehen. Schorsch war den ganzen Tag im Bett. Jetzt ist Peppas Schlafenszeit. Schorsch, geht es dir besser? Hatschi! Schorsch, geht es nicht besser? Hatschi! Schorsch, würdest du bitte nicht so laut niesen? Ach, das ist ja unmöglich! Schorsch, hier hast du eine schöne warme Milch, um besser einzuschlafen. Die warme Milch macht Schorsch sehr, sehr schläfrig. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Ah, es ist so friedlich und ruhig. Es ist Morgen. Schorsch hat sehr gut geschlafen. Schorsch geht es besser. Kommt alle nach draußen. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Schorsch trägt seinen Regenhut.
Er möchte sich nicht nochmal erkälten. Oh, Schorsch, heute brauchst du deinen Regenhut nicht. Warum? Weil es sonnig und warm ist. Warum? Schorsch, kannst du mal aufhören, warum zu sagen? Warum? Schorsch geht es wirklich besser.